Ja, hey Leute, willkommen zurück. Das ist Brains Tactics and Strategy mit Flashpoint Campaigns Cold War Southern Storm. Bitte nicht wundern, ihr habt keine Folge verpasst. Ich habe hier eine Runde quasi offline gehabt, weil ich gerade blöderweise irgendwie einen Telefonanruf hatte. Den wollte ich dann nicht rausschneiden und ja, deswegen sind wir jetzt hier in Stunde 3:37 von 8 Stunden, also 7.47 Uhr. Und ja, wir sind auch noch nicht weiter vorgerückt. Wir haben beide Brücken ja repariert. Hier beim Waypoint Able, den wir hier jetzt quasi über diesen Brückenkopf natürlich jetzt auch einnehmen und sichern wollen. Das klappt aber nicht so gut, weil wir hier massiv bedroht werden von zwei intakten bzw. 4 MI-24V Hind Ausführung E. Und haben, genau, jetzt eigentlich haben wir hier dieses Hindernis bereits entfernt. Wundert mich, dass da immer noch was zu sehen ist. Wir rücken aber, kommen aber irgendwie nur langsam vorgerückt, weil wir die ausschalten müssen. Denn wenn wir uns hier in unseren Fahrzeugen natürlich auf der Straße bewegen, dann ist das ideale Ziel für die Hind, ist ja klar. Deshalb ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir damit umgehen. Und wir haben auch leider schon ganz schlimm, aber natürlich ist das hier ein Hauptziel gewesen vom Gegner. Der hat nämlich unsere Luftabwehr massiv, ja, geschädigt, nicht ausgeschaltet. Wir haben immer noch tragbare SAMs dort und dort, aber der hat unsere Vulkan-Panzer zerstört. Ja, und das ist natürlich schlecht. Ich habe jetzt hier mal gedacht, wir ziehen mal die Vipers hier hin, dass die mal was vielleicht tun können gegen die, ja, gegen die, ach nee, Moment mal. Die Vulkan sind ausgeschaltet. Wir haben hier noch M113 sozusagen das Kommandofahrzeug in diesem Zug. Ja, die müssen wir jetzt mal wegziehen hier, beziehungsweise die sollen sich hier mal schnell in den Wald ziehen. Die nützen uns nämlich nichts mehr. Außer, dass sie, wenn wir die verlieren, ist das natürlich ein gefundenes Fressen an Victory Points für den Gegner. Ja, ansonsten, wir haben immer noch Strong Warschau Pakt Lufthoheit. Also es macht noch wenig Sinn, ja, dass wir jetzt überhaupt unsere Cars reinholen. Ich meine, gut, die sind auch gut für Airstrikes, aber wir könnten die hier auch mal versuchen, vielleicht gegen die Hind anzusetzen. Das mache ich jetzt einfach mal, Airstrike. Okay, nein, das machen wir nicht. Das machen wir doch nicht. Cancel. Halt. Delete Waypoint. So, ja. Insofern, ich traue mich jetzt gar nicht groß, mich hier zu bewegen. Den Scout, den können wir auch mal. Der soll sich hier mal zum Hauptquartier zurückziehen. Ja, solange die eben in der Luft sind, können wir nicht viel machen. So sieht es einfach aus. Gibt's doch nicht. Wo fliegen die denn hin? Nicht eine trifft. Wir haben jetzt schon zig Sams abgeschossen, ne? In den letzten Runden auch. So.
Dann schauen wir mal, was wir jetzt mit den nächsten 40 Minuten, das ist schon extrem, anrichten können. Ah, okay, da haben wir aber einen Heind abgeschossen. Das habe ich jetzt gerade übersehen. Dann lasst uns doch schon mal langsam vorrücken hier. Vorsichtig dahin. Remove Obstacles. Sechste und fünfte machen wir auch mal langsam dahin rücken. Gut, die Sam muss mal vorgerückt werden nach dort. Erste und zweite auch, da machen wir Move Hasty. Hold. Delete Waypoint, so, genau. Erste und zweite bitte vorrücken. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob diese Befehle hier. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, ob ich das offline machen soll. Kann ich auch. Ich kann dann pausieren und dann seht ihr quasi meine Ergebnisse. Ja. Schreibt es mir gerne. So, 3 und 4 sollen sich auch mal dann langsam hierhin begeben. Boah, ich scheitere hier echt schon an dem ersten Objective sozusagen. Irre, habe ich das Gefühl. Wobei es ist noch nicht entschieden, aber wir haben schon die Hälfte der Zeit rum und sind noch nicht mal in Tuningen. Deshalb möchte ich die jetzt gern mal Hasty dort und die auch. Dann greifen wir nämlich schon mal direkt den diesen blöden Victory Point da an. Ja, den dritten Punkt, den lösche ich. Das ist Quatsch. Tja, oder? Oder fahre ich mit denen auch schon ganz schnell los? Cancel. Move hasty. Da, da und da. Hold, wobei das hier. Bitte Assault sein soll. Apply. Und das zweite Core ebenfalls. 1, 2, 3. Hold und das letzte bitte Assault. Also die sollen sich schnell hier hinbewegen und dann direkt dort angreifen. Dritte und vierte sollen sich auch bereit machen. Aber da muss ich erstmal hier dieses Hindernis entfernen. Wobei ich könnte ja auch hier lang gehen. Also hier.
hier und hier hin. Dann haben wir hier so eine Linie. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Das sieht viel besser aus. Ja. Und die Helis, die müssen wir dann mal irgendwie ausschalten. Sobald die ausgeschaltet sind, ziehen wir hier die komplette Sensortruppen, sage ich mal, optische Aufklärung und die Hauptquartiere nach. Okay, dann mal los. 40 Minuten beginnen, liebe Freunde, in denen wir nichts machen können. Oh, wir haben wahrscheinlich ein Hauptquartier gesichtet. Und da werden wir auch gleich mal Feuer raufgeben. Ach, jetzt hat er uns noch einen Scout genommen hier. Minuten verbleiben. Und unsere on-call stationierte, in Bereitschaft gesetzte Artillerie feuert bereits. Counter-Artillerie quasi. Oh! Das ist heftig. Diese eine. Haben wir die runtergeholt? Nee. Das ist gut, die kriegen jetzt hier richtig was ab. So, unter Feindfeuer müssen wir jetzt hier auch los nach vorne gehen. Da sind noch zwei Hind in der Luft. Ah! Das tut weh mit anzusehen, Leute. Zwanzig Minuten verbleiben. Ja, dafür kommen wir hier aber gut vorwärts. Sind jetzt hier gut in Deckung. Können jetzt hier zumindest mal mit der 50 Kaliber Feuer geben. Das nützt, das macht denen natürlich gar nichts. Die sind ja hochgepanzert hier. Oh, jetzt kriegen wir hier noch Artillerie ab, aber zum Glück nur. Was? Ach du Scheiße, die haben komplett das siebte Platoon und fast das ganze achte Platoon ausgewiped. Was war da los? Sag mal. Das müssen wir uns gleich mal angucken hier. Oh je. 13 Minuten. Ja, natürlich. Hier. Okay. Okay, wieder was gelernt. Ich würde sagen, der Angriff ist komplett ja, in die Hose gegangen, mal gepflegt. Das Gelände überhaupt nicht richtig sondiert. Da habe ich mich zu sehr beeilt. Mit dem Blick auf die Uhrzeit, die verbleibende Zeit quasi ein bisschen gehetzt gefühlt. Jetzt kriegen wir aber hier auch heftig schwere Artillerie ab. Oh mein Gott, da wurde der Angriff gestoppt. Genau hier stehen nämlich die feindlichen Einheiten, haben da schön. Okay, immerhin ist die Electronic Warfare runtergegangen.
Und wir haben eine veränderte Lufthoheit. Wow, okay, Leute, das war heftig. Und jetzt muss ich mir mal ein bisschen Gedanken machen, wie wir quasi die Phase 2 und 3 zu Ende führen. Also Phase 2 ist einmal hier durchzubrechen, diesen Punkt einzunehmen und dann auf die Phase 3 vorzubereiten, nämlich hier diese eingegrabenen Russen, ja, irgendwie zu überrennen. Und das wird nicht einfach mit dem, was wir jetzt noch haben. Ganz schlimm war das hier, die Situation. Das gucken wir aber gerade nochmal nach, was da los war im Unit Log. ACR7, so. Okay, hier steht aber nur, dass wir 4 verloren haben. Swiped out, ja. Wow. Okay, die sind aber noch reparabel, nützt uns jetzt aber nichts. Ich schätze, es war dann Artillerie. Wollte eigentlich nur mal nachschauen, was das war. Insofern, trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich fand es auch wieder mega aufregend und freue mich auf die nächste Runde. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Bis dahin, macht's gut.